Das ist ja der absolute Wahnsinn. Einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Ich begrüße Sie recht herzlich hier, liebe Zuhörer und Zuschauer, auch die Zuschauer zu Hause vor den Bildschirmen. Mein Name ist Wolfgang Fröhlich und ich moderiere hier heute mit... Ja, mein Name ist Helmut Schumann. Ja, wir beide haben heute die Ehre, Sie durch das Nachmittagsprogramm zu führen, der TV-Musikbox. Und ich kann Ihnen als ersten Interpret ansagen, es ist hier unser Gastgeber, es ist unser Hans Freistedt, hier der Wirt vom Vogelpark, mit seinem ersten Lied, der Hans vom Vogelpark. Hans, komm her. Ja, bitte. Ich liebe euch! Ich liebe euch! Hansi, 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 Hansi! Ich bin so schön, ich bin so stark. Ich bin der Hans vom Vogelpark. Ich liebe euch auch alle sehr. Und kommt doch immer wieder her. Früher war ich Boxer, heute sing ich jeden Tag. Ich will damit Freude schenken, das ist was ich mag. Und jetzt geht's los! Ich bin so schön, ich bin so stark. Ich bin der Hans von Vogelpark. Ich liebe euch auch alle sehr. Und kommt doch immer wieder her. Hier hab ich alles, was ich mal hab. Ich bin der Hans vom Vogelpark. Ich bin gut zu Vögeln, alle lieben mich. Wenn ich ihnen Futter bringe, pfeifen sie für mich. Das jetzt richtig mitgekriegt habe, nehmen wir dann gleich unsere nächste Künstlerin, Wolfgang. Ja, ich habe gerade vorhin mit ihr vorne kurz gesprochen und die hat mir eine kleine Geschichte erzählt. Sie war mit 4 Jahren schon bereits auf der Bühne und hat 1998 im MDR den ersten Platz der Kinderhitparade belegt, hat unter anderem auch mit Achim Menzel zusammengesungen, dürfte eigentlich jedem von Ihnen ziemlich bekannt sein. Und hat jetzt so ein bisschen auch in die Schauspielerei reingeschnuppert. Und was sie jetzt macht, das ist schon kolossal.
Die macht jetzt im Moment eine Ausbildung als Opernsängerin. Wow. Hier für Sie, meine lieben Damen und Herren, Jana. Und was hat sie denn vergessen? Weint, als Schauspielerin kann man doch den Film nicht vergessen. Als erstes hat sie den Farbfilm vergessen. Ja, und das zweite Lied, Time to Say Goodbye. Für Sie, Jana. La luce
ganz toll. So, ganz toll. Ganz toll. Ich bin jetzt noch, guck mal, wie mir hier die Haare stehen. Du hast ja richtig Gänsehaut. Stehen. Also ich habe jetzt bei dem letzten Ton richtig Gänsehaut bekommen. Also wenn sie jetzt eine Opernausbildung macht, dann möchte ich sie erst nochmal danach hören. Wahnsinn. Du Wolfgang, ich habe gerade gehört, das Feuer in der Küche ist gelöscht. Es war gar kein Feuer, der Koch hatte sich nur eine Zigarre angezündet. Naja. Wurde wieder aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Und da können wir doch jetzt einfach sagen zu unserem Hans Freistaat, Hans, komm doch bitte. Hallo Freunde, ein Lied für alle. Die Heimatmörder. Nicht nur ich lebe mit dem Schicksal, ein Fremder unter Fremden zu sein. Die Sehnsucht nach Zuhause ist nicht heilbar. Bin auch ich in der Fremde nicht allein. Ich hab hier neue Freunde gefunden, die mir helfen durch die Einsamkeit. Das Heimweh in mir hat niemals Pause und macht sich in meine Seele breit. Ich hab Sehnsucht nach der Heimat, ich hab Sehnsucht nach Zuhause, denn dort in meine Heimatstadt, da kenn ich mich aus. Ich hab Sehnsucht nach der Heimat, jeden Tag fühl ich sie in mir. Ich schicke meine Lieben tausend Grüße von hier. Doch ich möchte nun Danke sagen dem Schicksal, denn es führte mich hierher. Das Heimweh ist so groß an vielen Tagen, doch ich lebe hier und Liebe ist auch sehr. Jedes Jahr mach ich Urlaub in der Heimat, freu mich immer auf ein Wiedersehen. Herr von Ferne, ein leises Virginia, von Herz zu Herz, dann muss ich wieder gehen. Ich hab Sehnsucht nach der Heimat, ich hab Sehnsucht nach Zuhaus, denn dort in meine Heimatstadt, da kenn ich mich aus. Ich hab Sehnsucht nach der Heimat, jeden Tag fühl ich sie in mir. Ich schicke meine Lieben tausend Grüße. Ein, denn es wäre wunderschön, könnten wir auf dieser Welt überall zu Hause sein. Ich hab Sehnsucht nach der Heimat, ich hab Sehnsucht nach Zuhause, denn dort in meine Heimatstadt, da kenn ich mich aus. Ich hab Sehnsucht nach der Heimat, jeden Tag fühl ich sie in mir. Ich schicke meinen Lieben tausend Grüße von hier. Ich schicke meinen Lieben tausend Grüße. Dankeschön. So, meine Freunde. Moment mal. Unseren nächsten Interpreten, den sehen Sie schon neben mir, unseren Alexander Korda. Was dieser Mann schon alles hinter sich hat. Ehemaliger Solist bei den Egerländern. Den neuen Egerländern, muss man sagen. Genau, ja. Ja. Außerdem ist er bekannt aus der ZDF-Hitparade, aus der Heimatmelodie. Oder Sendungen wie Die lustigen Musikanten mit Marianne und Michael. Also du hast ja schon einiges hinter dir. Und wir hören jetzt von dir zwei Titel.
Der erste, das wäre der Steirerman. Und als nächstes einen Titel, bekannt von Schweizer Interpreten, unser Bernhardiner. Viel Spaß mit Jawohl, Alexander Korda. Vielen herzlichen Dank für die wunderbare Ansage. Ja, liebe Gäste, ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein. Ich möchte Sie jetzt einladen zum Mitsingen, Mitmachen. Und wir gehen, wie gesagt, in die Steiermark. Wir singen den berühmtesten Sohn aus Österreich. Sie kennen ihn alle, den Arnold und der Steirerman. Mittlerweile ist er Gouverneur, gell? Auf geht's. Es gibt in Zell am Ziller so fesche Lady Killer, die glauben wohl in Tirol, fühlen sich die Damen wohl. Da frag ich mich, was will er, der Kerl aus Zell am Ziller, wenn eine erst ein Steirer sieht, die was auf ihn sie fliert. Steirer mit sein very good, very, very good for Hollywood. Arnold und sein Steirer Schmäh, keinen Stream in USA. Steirer mit sein very good, very, very good for Hollywood. Jendl schaut dir alle an, da möchtest du ein Steirer Mann. Ja, Steirer Menzern, very good, very, very good for Hollywood. Arnold und sein Muskelschmäh, keinen Strüm in USA. Steirer Menzern, very good, very, very good for Hollywood. Muskelschönheit und ein Hirn, das kannst exportieren. Und auf geht's, alles macht mit, auch die da hinten. Ich seh euch alle. Da sind dann noch die Wiener, die sind eine Signorina, die steht auf Wiener Schmäh, da sag ich gleich, oje. Die Steirer Qualitäten, die sind des Kundiwetten, ja rundherum längst anerkannt, sogar im Burgenland. Ey, Steirer Menzern, very good, very, very good for Hollywood. Arnold und sein Steirer Schmäh, keinen Strüm in USA. Steirer Menzern, very good, very, very good for Hollywood. Gimpel schau dir alle an, da möchtest du ein Steirer Mann. Drum Madel gibt's gut Acht, wenn einer umlacht, dann tu nicht umeinand, nimm ein Bur aus unserem Land. Ey, Steirer Menzern, very good, very, very good for Hollywood. Arnold und sein Muskelschmäh, keinen Strüm in USA. Steirer Menzern, very good, very, very good for Hollywood. Muskelschönheit und ein Hirn, das kannst exportieren. Ja, Steirer Menzern, very good, very, very good for Hollywood. Arnold und sein Steirer Schmäh, keinen Strüm in USA. Steirer Menzern, very good, very, very good for Hollywood. Gimpel, schau dir alle an, da möchtest du ein Steirer Mann. Ja! Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Ja, liebe Gäste, es geht in die Schweiz und mit der habe ich soweit nichts gemeinsam. Kein Hotel nicht und auch kein Bankkonto. Aber das macht gar nichts. Sie kennen ja den Spruch, Geld alleine macht nicht glücklich. Man muss es auch in der Schweiz haben. Aber ist heute auch nicht mehr so einfach. Ich habe sowieso keins in der Schweiz und brauche auch keins. Aber wir singen jetzt über den berühmtesten Hund, den es gibt in den Schweiz. Sie kennen ihn alle, der den großen Durst hat. Unser Bernhardiner. Und alles macht mit. Schon seit Tagen läuft's nicht rund, denn wir haben einen Hund. Er meint alles, was er nimmt, sei für ihn bestimmt. Stiefel, Watte, sorgenfrei, knapp sogar ein Hühnerei. Doch sein allergrößter Stolz ist sein Fass aus Holz. Und jetzt alle! Unser Bernhardiner, das ist ein Schlawiner. Er versteckt sich hinterm Haus und säuft dort sein Fässchen aus. Unser Bernhardiner, das ist ein Schlawiner, schleicht verschmitzt ins Kämmerlein und schläft zufrieden ein. Jawohl, alles macht mit. Das macht Durst, alles braucht Umsatz. Der Brachkerl ist gesund mit 150 Pfund.
ein echtes Schlitzohr, dieser Hund. Abends wird's besonders nett, denn er legt sich auf das Bett. Kaum hat er sich installiert, ist es schon passiert. Denn er hat schon längst entdeckt, wenn er seine Pfoten streckt, schlafen wir dem Hund sei Dank auf der Ofenbank. Und jetzt packen wir es nochmal. Unser Bernhardine, das ist ein Schlafine, legt sich ganz bequem zur Ruhe und hört einfach nicht mehr zu. Unser Bernhardine, das ist ein Schlafine, schleicht verschmitzt ins Kämmerlein und schläft zufrieden ein. Und noch einmal. Unser Bernhardine, das ist ein Schlafine. Er versteckt sich hinterm Haus und säuft dort sein Fässchen aus. Unser Bernhardine, das ist ein Schlafine, schleicht verschmitzt ins Kämmerlein und schläft zufrieden ein. Das war's! Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, es geht ganz flugs weiter. Ich darf Ihnen jetzt als nächstes vorstellen einen Künstler, ein Mann wie ein Baum. Und es ist einer der Künstler, den ich kenne, mit dem höchsten Kilometerstand hier in ganz Deutschland. Er hat mir gerade erzählt, letztes Wochenende, da war er in Bremen, da hat er gesagt, Wolfgang, ich war in Bremen, ich war auf der Bühne, hat er gesagt, ich so, Mann, können die Bremer saufen, könnt ihr das auch? Ja, und ich möchte Ihnen nicht länger vorenthalten. Hier ist für Sie Siggi, der Mann aus den Bergen, mit seinem ersten Titel Komm unter meine Decke und der zweite, der wilde, wilde Westen. Siggi! Der eine braucht den Cadillac, sonst beißt kein Mädchen an. Der andere braucht dazu viel Alkohol. Ein anderer mimt auf Bodybuilding einen starken Mann und nimmt sich selbst als einzigen für voll. Ein anderer glaubt, er könnte dich haben mit dem Haufen Geld. Ein Mädchen, fall auf sowas bloß nicht rein. Im Notfall komm zu mir, ich will dich schützen vor der bösen Welt. Ich hab einen Platz für dich allein. Oh, komm unter meine Decke und dann mach es dir bequem, bis ich dich dann wieder wecke, soll es dir nicht schlechter gehen. Komm unter meine Decke, du brauchst dazu nur etwas Mut. Und wenn ich mich danach dir recke und strecke, dann wirst du sehen, wie gut dir das tut. Ein anderer hat ein H2P und hört nur Stereo und hat ne Riesenvilla vor der Stadt. Ich hab ein Zimmer unterm Dach mit Kofferradio und fahre nur ein altes Motorrad. Der andere macht auf Redig, doch er hat ne Frau zu Haus und den Doktortitel vorneweg. Ein anderer, der verspricht dir eine Nacht ins Haus und Braus, bei mir, da gibt es Bohnen nur mit Speck. Komm unter meine Decke und dann mach es dir bequem, bis ich dich dann wieder wecke. Soll es dir nicht schlechter gehen? Komm unter meine Decke, du brauchst dazu nur etwas Mut. Und wenn ich mich danach dir recke und strecke, dann wirst du sehen, wie gut dir das tut. Mein alter Ofen ist kaputt und draußen ist es kalt und durch die Ritzen pfeift der Wind.
erkält dich nicht, ich halt dich warm. Schlafe ein in meinem Arm, schlafe ein bei mir, mein schönes Kind. Komm unter meine Decke und dann mach es dir bequem, bis ich dich dann wieder wecke, soll es dir nicht schlechter gehen. Komm unter meine Decke, du brauchst dazu nur etwas Mut. Und wenn ich mich danach dir recke und strecke, dann wirst du sehen, wie gut dir das tut. Komm unter meine Decke und dann mach es dir bequem, bis ich dich dann wieder wecke, soll es dir nicht schlecht ergehen. Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Idelpark, Vogelheim. Vogelpark, Idelheim. Und alle. Die war eine Country Band, die hat schon jeder kennt, die hat sich immer leicht gehabt. Sie spielte schon in Hamburg, als es noch keine Panik gab. Ein Jatze sagte mal, das ist doch zu banal, es gibt doch keine Cowboys hier. Wir sind doch nicht im Wilden Westen, er hat sich schwer geirrt. Der Wilde, Wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an, in einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. Da hört man Geige, Banjo, Steel-Gitarre, hier sind sie gut gelaunt. Die Cowboys von der Waterkant mit ihrem Nashville-Sound. Ob du aus Bayern kommst oder in Hamburg wohnst, ist doch sowas von egal. Solange du denkst, du bist im Vogelpark und stehst im Bierlokal. Mit einem Cowboy-Boot und einem Fernweh-Blues und einem kleinen Knacks im Herz. Dein Kreislauf geht nach oben, wenn du den Cowboy singen hörst. Der Wilde, Wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an, in einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. Da hört man Geige, Banjo, Steel-Gitarre, hier sind sie gut gelaunt. Die Cowboys von der Waterkant mit ihrem Nashville-Sound. Der Wilde, Wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an, in einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. Ja, hört mal Geige, Banjo, Steel-Gitarre, hier sind sie gut gelaunt. Die Cowboys von der Waterkant mit ihrem Nashville-Sound. Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön. Ja, meine lieben Damen und Herren, das war jetzt mal ein kleiner Touch deutsche, gute deutsche Country Music. Und wir fahren jetzt fort. Ja, wir fahren fort mit einem Künstler, der hier und heute seine neue CD präsentieren möchte. Unser Achim Behland. Und er hat uns zwei Titel aus dieser CD mitgebracht. Und er singt als erstes Nun bist du da. Ja, und als zweites Silbermond. Achim Behland. Begrüßen Sie bei uns Achim Behland. Nackte Wände, so eiskalt serviert.
Ich denk an die Jahre, meine Seele erfriert. Du hast dich entfernt in eine Welt, die es für uns nie gab. Mach mir nichts
meinen Weg. Langsam schwinden meine Schatten, wie aus der Ferne vom Wind verweht. Silbermond glänzt in den Straßen, du gehst alleine durch die Nacht. Langsam schwinden deine Schatten, der Sinn des Lebens ist erwacht. Silbermond scheint in die Herzen, die in der Sommernacht dich verführen. Wach doch auf, liebe, liebe Lady, und lass die Sterne dich berühren. Langsam schwinden deine Schatten, der Sinn des Lebens ist erwacht. Silbermond scheint in die Herzen, die in der Sommernacht dich verführen. Wach doch auf, liebe, liebe Lady, und lass die Sterne dich berühren. Ja, das war Achim Weland. Man muss zu ihm noch sagen, er ist seit seinem 5. Lebensjahr am Singen. Und seit 9 Jahren hat er seine Solokarriere als Schlagersänger. Und der ein oder andere kennt ihn vielleicht, wenn er früh aufgestanden ist, aus dem Frühstücksfernsehen. Und er arbeitet jetzt im Moment an seiner neuen CD, das neue Album Atemlos. Das ist bis Ende September im Handel erhältlich, wer Interesse hat, denke ich schon, nach dieser schönen Hörprobe. Und wir sind auch auf ganz, ganz viele Neuigkeiten von Achim gespannt, denn er hat mir vorhin schon gesagt, er hat unheimlich viel vor. Und lassen Sie sich in der nächsten Zeit mal überraschen. Ja. Ja, das glaube ich auch, Wolfgang. Also Achim, da muss ich dir auch ein Riesenkompliment machen. Mit dieser Stimme kannst du einen Erfolg haben. So, ja. Und nun geht's weiter im Programm. Wir haben als nächstes keine Angst mehr um unsere Sicherheit, denn der nächste Künstler, der jetzt zu uns auf die Bühne kommt, ist der Chef eines Security-Unternehmens, der schon seit über 30 Jahren Musik macht. Seinen größten Erfolg feiert er in Amerika. Ja, das ist der Reinhold Wolf, der jetzt neben mir steht. Reinhold ist heute da mit seiner Band und er bringt uns zwei Titel. Wir hören als erstes von dir, Reinhold. Du bist für mich wie ein Engel. Ja, und der zweite, das Blumenmädchen von Hawaii. Viel Spaß mit Reinhold Wolf und seiner Band. Viel Spaß. Steht und liegt, der immer ganz fest zu mir hält, wenn's auch mal Kummer geht. Mit dir ist es am schönsten, wenn du bei mir bist, weil du mir sagst, dass bei dir fühl ich mich geborgen, frei wie ein Vogel im Wind. Jeder Tag so schön, wenn wir zusammen sind. Du bist für mich wie ein Engel, ein Stern in dunkler Nacht, der mich durchs Leben begleitet, der mit mir weint und lacht. Du bist für mich
ein Engel, der mich versteht und liebt, der immer ganz fest zu mir hält, wenn's auch mal Kummer gibt. Mit dir ist dieses Leben schöner als ein Traum. Er geht vorbei, wir sind uns treu. Halt ich dich in den Armen, fühle ich Sonne in mir und sag jeden Tag dir vielen Dank dafür. Du bist für mich wie ein Engel, ein Stern in dunkler Nacht, durchs Leben begleitet, der mit mir weint und lacht. Du bist für mich wie ein Engel, der mich versteht und liebt, der immer ganz fest zu mir hält, wenn's auch mal Kummer gibt. Steht und liebt, der immer ganz fest zu mir hält, wenn's auch mal Kummer gibt, der immer ganz fest zu mir hält, wenn's auch mal Kummer gibt. Junges Herz, was willst du mehr? Heißer Tanz im Mondenschein, unter Palmen glücklich sein. Ich sah dich in einer Bar, braune Haut und schwarzes Haar, verlockend wie die Nacht, in der das Glück erwacht. Blumenmädchen von Hawaii, ist dein kleines Herz noch frei? Strandpartys, Fackelschein, laden uns zum Feiern ein. Blumenmädchen von Hawaii, klingt fast so wie Zauberei, wie eine schöne Melodie am Strand von Waikiki. Trommeln klingen durch die Nacht, durch die laue Sternennacht, tanzen wir im Sommerwind, weil wir zwei so glücklich sind. Langsam gehen die Lichter aus und wir schauen aufs Meer hinaus. Zwei Augen fragen mich, liebst du mich so wie ich dich? Blumenmädchen von Hawaii, ist dein kleines Herz noch frei? Strandpartys, Fackelschein, laden uns zum Feiern ein. Blumenmädchen von Hawaii, klingt fast so wie Zauberei, wie eine schöne Melodie am Strand von Waikiki.
Vielen Dank. Reinhold Wolf und Band. Ja, meine Damen und Herren. Vielen Dank an euch, vielen Dank an den Applaus. Ich habe hier das Gefühl, meine Damen und Herren, dass Sie hier schon ein bisschen am Einschlafen sind. Da hinten, also da kommt ja gar nichts mehr. Ja, ja, hallo. Ihr müsst ein bisschen wach werden. Und auch da ganz da hinten ist es ja noch viel schlimmer. Ihr sitzt so im Schatten. Aber. Wacht mal auf. Und ich habe eine Idee. Wir haben jetzt was für Sie. Und zwar, dass Sie wach werden. Das ist kein Kaffee. Sie sollen sie alle mal mitmachen? Ja. Wir rufen doch einfach mal unseren nächsten Interpreten. DJ Anton. Und auf geht's. Anton. 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 Lauter, sonst kommt er nicht. Lauter. Und jetzt geht's los mit Anton und seinem ersten Hit. Rama, Lama, Ding Dong. Ja, passt schon. Ja, passt schon. Aber Wolfgang, das reicht ihm ja nicht. Ja. Rama reicht ihm nicht. Er will noch ein Baby dazu, weil er singt ja dann auch noch Hey Baby. Für Sie, DJ Anton. Dankeschön. Hören Sie es gut drauf? Wie ist die Stimmung? Na, das war nichts. Wenn ich frage, wie ist die Stimmung, müsst ihr sagen, beschissen. Das kann ja nur noch besser werden, gell? Wo sind die Hände? Die Hände. Ich mag alle Hände sehen. Dankeschön. Huhu. Wisst ihr, warum wir in Tirol unsere Häuser aus Holz bauen? Na, ist ganz einfach. Wir haben die Steine gebraucht, um die Berge zu bauen. Ist ja logisch, oder? Okay, Musik ab. Ich hoffe, ihr macht es gut mit. Jetzt geht's auf. Geht's etwas lauter, Musik? Musik lauter? Das ist der Song. Ihr könnt ruhig aufstehen. Wo sind die Hände? Freunde, beim nächsten Lied brauchen wir euer Hilfen. Stellt euch mal vor, hier wäre eine Riesenlinie. Das ist die linke Seite und das ist die rechte Seite. Die linke Seite macht U, die rechte Seite macht A. Wie macht die Seite? Und? Stopp, wer hat da A gesagt? Das könntest du ja hier nicht tun, gell? Aber ihr wisst, was kommt, gell? Hey, hey!
Okay, ich gebe euch alle ein Mikrofon, ihr könnt dann singen, ihr macht dabei Pausen. DJ, fahr mal die Musik ab und auf geht's. Du musst auch bestimmt. Okay, liebe Freunde, hier im Vogelpark. Okay, liebe Freunde, put your hands in here, die Hände in die Höhe. Und everybody sing now. Uno, dos, tres, cuatro. Saw you walking down the street. Ah, that's just the kind of girl I like to meet. She's so pretty, blurred so fine. I wanna make her mine, oh mine. Hey, hey, baby, I wanna know if you'll be my girl. Zwei, drei, vier. Zusammen. Hey, hey, baby, I wanna know if you'll be my girl. And now it's party time. Hey, hey, baby, I wanna know if you'll be my girl. 2, 3, 4, 5, oh, don't shit. Also, nach dieser tollen Stimmung mit unserem DJ Anton rufen wir doch ganz einfach mal ganz kurz SOS mit einer Interpretin, die mit 12 Jahren Ihnen heute hier im Vogelpark mit ihrem, glaube ich, zweiten Fernsehauftritt, den sie jetzt hat, ich sehe sie schon da hinten, komm doch einfach mal zu mir, Katharina. So, Katharina, 12 Jahre alt. Sie singt uns heute zwei Titel, eigene Titel. Ich habe Katharina vor 2 Jahren das erste Mal gesehen, kennengelernt, in Schondorf auf der Showo bei einem Talentwettbewerb, wo sie als Katze aufgetreten ist, mit vielen anderen Katzen auch noch, Katharina. Und meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, die Lieblingsmusik unserer Katharina sind Musical. Mit 12 Jahren hört sie am liebsten Musical. Ganz toll, Katharina.
Und sie hat auch eine ganz tolle Stimme, das wird sie uns gleich beweisen. Einmal SOS. Nach diesem Zirkus, den hier gerade unser DJ Anton verführt hat, brauchen wir das. Und als zweites singst du uns Toleranz. Meine Damen und Herren, viel Spaß mit Katharina. Mein zweiter Titel heißt Toleranz und ist auch auf meiner neuen CD drauf. Wenn du etwas zu meckern hast, an einem anderen, der die Nase nicht passt, vergiss nicht, dass auch du nicht ohne Fehler bist, weil Fehler haben einfach menschlich ist. In jedem Menschen steckt ein guter Kern. Vergiss nicht, es gibt nichts, was diesen Ärger lohnt, weil man nur so die eigene Nerven schont. In jedem Menschen steckt ein guter Kern und für irgendwen ist jeder Mensch ein guter Stern. Mit etwas Toleranz und einem Schuss Humor
Dankeschön. Vielen Dank. Ja, das war Katharina. Ich würde sagen, für das, was sie hier, und die hat live gesungen, das muss man jetzt mal wirklich zugutehalten, live, sie war kein bisschen aufgeregt. Ich finde, so ein souveränes Auftreten, das gehört nochmal ein richtiger Applaus dazu. Dankeschön. Vielen Dank, Katharina. Bitte. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt geht es ganz flott wieder weiter mit deutscher Country Music. Die Band, die ich Ihnen als nächstes vorstellen darf, die kommen aus dem Schwobeländle. Sind also, muss ich sagen, jetzt aus eigener Erfahrung aus dem Schwabenland, da kommen gute Country-Musiker. Hab auch schon viele kennengelernt. Und die haben ihre erste CD rausgebracht durch Staub und Regen. Die nächste CD ist bereits im Angriff. Und seid froh, dass heute der Fanclub von Ihnen nicht da wäre. Vielleicht der Hannes, der wäre vielleicht froh, weil das wären so ungefähr 117 bis 120 Leute. Dann hätten wir hier gar keinen Platz mehr. Ich darf Ihnen heute vorstellen, aus dem Schwabenland, die Silverados mit ihrem ersten Titel Staub und Regen. Und fang zu spielen an.
Silbermond und Sterne stehen am Firmament. Du lebst in meinen Träumen, wer die Ferne kennt, der kennt auch das Gefühl, der weiß, was Heimweh ist. Und wenn die Nacht anbricht, du immer bei mir bist. Die Skyline in der Ferne, am Himmel abendrot, die letzten Kilometer zu dir, ich bin so froh. Die Müdigkeit, sie schafft mich, ich hab den Highway satt. Und wenn ich jetzt nach Haus komm, sag ich, wie lieb ich dich hab. Silbermond und Sterne stehen im Firmament. Du lebst in meinen Träumen, wer die Ferne kennt, der kennt auch das Gefühl, der weiß, was ein Weg ist. Und wenn die Nacht anbricht, du immer bei mir bist. Aber die nächsten Musiker, die wir jetzt auf die Bühne holen werden. Das ist ein Duo. Ein Duo, ein brillantes Duo, Wolfgang. Ja, nämlich das Duo Brillant. Ja, wobei ich sagen muss, die Sängerin aus diesem Duo, die kenne ich schon, ja, eigentlich so lange sie auf der Welt ist. Und der Sänger, also wir sind auch schon lange, ich kann fast sagen, gute Freunde. Und diese beiden möchten sie jetzt hier mit ihrem neuesten Titel von der neuesten CD, die ab nächsten Monat erhältlich ist. Naja, ich lüge gerade, ab diesem Monat ist es schon im Laden. Und dieser Titel, also mir persönlich gefällt er sehr gut. Und wenn Sie mal ein bisschen auf den Text achten, ich denke den einen oder anderen von euch auch. Der Titel mit allem, was dazugehört. Ja, und der zweite Titel, Iro d'Amore. Für Sie, das Duo Brillant. Manchmal fühlst du dich alleine, du weißt, was ich meine, so im Herzen leer. Das dürfte nie passieren, ich lass dich nie mehr frieren. Ab und zu bist du mal traurig, manches Mal, da glaub ich, etwas fehlt dir sehr. Lass dich einfach mal umarmen, du, ich liebe dich. Ich mag dich mit allem, was dazu gehört. Komm, lass dich mal fallen, lehn dich an. Wenn zwei Herzen sich so gut verstehen, können sie auch mal durch Schatten gehen. Ich mag dich mit allem, was dazu gehört. Jede Menge Zärtlichkeiten leben in uns beiden für so lange Zeit. Das reicht zum Glücklichsein, ich lass dich nie allein. Graue Tage überstehen, na du wirst schon sehen, fällt uns beiden leid. Lass es uns doch
mag dich mit allem, was dazu gehört. Komm, lass dich mal fallen, lehn dich an. Wenn zwei Herzen sich so gut verstehen, können sie auch mal durch Schatten gehen. Ich mag dich mit allem, was dazu gehört. Gib's mal ein Tief im Paradies, irgendwann wird's schon vergehen. Denn zu zweit kann man vieles leicht überstehen. Ich mag dich mit allem, was dazu gehört. Komm, lass dich mal fallen, lehn dich an. Wenn zwei Herzen sich so gut verstehen, können sie auch mal durch Schatten gehen. Ich mag dich mit allem, was dazu gehört. Und als nächsten Interpreten haben wir Ihnen jetzt mal einen Herrn, wo ich sagen muss, alle Achtung vor diesem Menschen, der uns jetzt hier beweist. Ja, ich muss auch sagen, er beweist uns jetzt hier. Wir bewundern diese Menschen, die den Mut haben, sich hier vorne hinzustellen. Und hier kommt er auch schon, Albert Merini. Und ich muss sagen, dass er sich hier heute präsentiert. Er ist an einen Rollstuhl gefesselt. Und ja, und ich finde, das hat einen super Applaus verdient. Genau. Und ich kann sein erstes Lied ansagen. Das ist Auf den Flügeln der Sehnsucht. Und wer ihn nicht sieht, der soll einfach hinten aufstehen. Ganz einfach. Aber er hat sich jetzt etwas hochgefahren. Und wir wünschen ihm für seinen Titel. Ja, und der zweite Titel wäre dann Rück doch ein bisschen näher. Viel Spaß mit Albert Merini. Vielen Dank. Thank you.
heute Abend zu dir und bring aus dem Garten meiner Liebe mein Herz dir als Souvenir. Du weißt, dass ich dich nie vergesse, trennt uns aus so mancher Meilenstein. Auf Flügeln der Sehnsucht, mein Liebling, bist du heute Abend mein. Ganz schnell alle Künstler auf die Bühne bitten zu unserem Schlussbild. Leider war es das schon hier, ja, im Vogelpark.
Aber wir dürfen jetzt nochmal ganz schnell alle Künstler hier auf die Bühne bitten. Wir bitten alle nochmal begrüßen für das Schlussbild. Alle nochmal her für das Schlussbild. Wir bedanken uns von hier aus bei der Technik. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Es geht jetzt nachher gleich weiter mit einem zweiten Block. Ich sage von hier aus für das erste Set mal tschüss, Ihr Wolfgang Fröhlich. Und natürlich auch von mir, Ihr Helmut Schumann. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei der Sendung Musikbox aus Ludwigshafen.